Ja, oder ich wiederhole mich halt öfter und wiederhole halt auch Stories und so, weil nicht jeder, das vergessen ja auch viele Menschen oder viele Zuschauer, nicht jeder ist zum selben Zeitpunkt da. All das, was ich jetzt erzähle, weiß ein Typ oder weiß jemand, ein Typ sage ich schon, aber weiß ein Zuschauer in 3 Monaten, der mich erst in 3 Monaten entdeckt und meine Projekte guckt, der weiß das ja gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt erzähle, nur ich mag gerne Schnitzel essen. Beispielsweise, ne? Ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ich weiß, glaube ich, worauf ich hinaus will. Dann weiß jeder hier momentan, der hier die Streams guckt und auch die Projekte guckt, boah, Martox mag Schnitzel, geil und so. Irgendwann nach 3 Monaten kommt ein neuer Zuschauer und sagt, hey, hier, ich mag deine Streams voll und deine Videos, keine Ahnung. Ich wollte gerne wissen, was du gerne isst. So, da kann ich auch nicht sagen, nee, hab ich schon mal gesagt vor 3 Monaten, guck dir das bitte an. Was ist das denn für eine Reaktion? Weil die Person weiß das doch nicht, die ist neu dazugekommen. Das sind auch so Sachen, die ich immer bei anderen Streamern halt erlebe. Der spielt irgendwas, halt, sagt dann später, ja, ich wechsle jetzt das Spiel. Was weiß ich, er kündigt an, ja, wir spielen Tetris. So, dann wechselt der Streamer das Spiel und sagt, ja, Tetris haben wir heute genug und so. Jetzt spielen wir, keine Ahnung, Pokémon Puzzle Challenge oder so. Und dann kommt plötzlich ein Zuschauer, der gerade, was weiß ich, noch Schularbeiten gemacht hat oder gerade noch im Kino war, kommt nach Hause, macht den Stream an. Hä? Wo ist denn Tetris? Fragt er sich dann, ne? Zu Recht natürlich. Ne? Und dann fragt er halt im Chat, wo ist denn Tetris? Da kannst du auch nicht als Streamer dann total ungehalten reagieren. Ich hab doch gesagt, wir spielen jetzt Pokémon Puzzle Challenge. Hast du nicht zugehört? Das macht auch kein Streamer. Jeder antwortet dann auch, ja, du bist wahrscheinlich erst später dazugekommen, aber wir spielen jetzt halt ein anderes Spiel, weil Tetris haben wir vorhin schon gezockt. So ist es halt nun mal so. Man muss sich halt oft wiederholen. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass immer wieder dieselben Leute gucken. Man muss davon auch ausgehen, dass neue kommen. Und wenn dann Fragen gestellt werden, die ich schon zigtausendmal beantwortet habe, genauso wie wenn mich jetzt Leute fragen in Zukunft, das kann auch passieren, ne? In 3 Monaten oder noch länger, 5 Monaten, in einem Jahr vielleicht sogar. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Dann hängt das jedem schon zum Halse raus, der mich schon seit 3, 4 Jahren guckt. Der denkt sich so, boah, schon wieder die Story habe ich doch schon mal gehört. Ja, aber die Person eben nicht, die mich erst in einem Jahr gucken wird. Die weiß gar nicht, wie ich auf Martox gekommen bin. Da wird's halt dann, wie gesagt, schwierig. So, Sasa meint, wie war nochmal die Kritik zu deinem Monster-Rap? Ich fand den übrigens super, sagt Sasa. In meinem Monster Hunter-Rap war die eine Kritik, aber das sehe ich nicht so schlimm, weil er hat ja zum Teil recht, die Person. Er meinte, er findet die Idee super. Nur jetzt muss noch meine Stimme, ich muss jetzt nur noch eine bessere Stimme haben. Ich weiß ja, wie er es meint. Also, die Person meint wahrscheinlich, dass das Gesungene, was ich da mache, halt nicht oft die Töne trifft. Nur ist das Problem, also nicht Problem, nur, scheint der Fokus von dem Zuschauer und von mir natürlich unterschiedlich zu sein, ne? Das ist ja auch völlig okay. Menschen haben ja auch unterschiedliche Meinungen und so. Nur mein Fokus bei diesem Monster Hunter 4 Ultimate Poké-Rap war, dass das witzig ist. Mein Fokus lag in der Unterhaltung und nicht daran, dass das 1A klingt, dass das perfekt stimmlich und so passt. Und naja, mein Fokus lag daran, ich wollte einen lustigen Text machen. Ich wollte so nah wie möglich an den Poké-Rap rankommen. Und wollte halt auch, dass die Zwischenzeilen, bei denen man gerade keine Monster aufzählt, beziehungsweise Pokémon zählt man ja in dem Original auf, da zähle ich ja die Monster aus Monster Hunter 4 Ultimate auf. Und ich wollte, dass die Zwischenzeilen, die da gesungen werden, auch gut klingen und auch Monster Hunter spezifisch sind. Das war mein Fokus. Ich möchte, dass die Monster sich irgendwie alle, die ich aufzähle, untereinander ein bisschen reimen, dass es dem Poké-Rap halt nahe kommt und ich wollte, dass das Gesungene zwischendurch sich auch reimt und auch passt zu Monster Hunter. Das war mein Fokus. Ob ich die Tonlage treffe, ob das alles sich so geil anhört insgesamt nachher, ob das float und so, das war mir völlig egal. Und ist es mir auch heute noch.
Weil das war nicht mein Fokus. Das sollte auch nicht der Sinn hinter diesem Rap sein. Der Sinn war, Spaß daran zu haben, beziehungsweise einfach mal eine lustige Idee umzusetzen. Das wird jetzt auch genauso werden. Das muss ich auch noch machen demnächst. Habe ich bisher leider die Zeit gefunden. Mit Sefis Brot halt, ne? Das Sefis Brotlied, das wird genauso sein. Da werde ich stimmlich an manchen Stellen, tontechnisch, die Höhen und Tiefen, da werde ich mega abkacken. Das wird überhaupt nicht gut klingen für jemanden, der sich mit Musik gut auskennt und darauf Wert legt, dass es auch die Tonhöhe und die Tontiefen, alles, dass alles genau getroffen wird, on point ist. Das wird nicht der Fall sein, sondern auch hier habe ich eher den Fokus daran gelegt, das Lied so lustig wie möglich zu machen, halt, dass man nicht über Sephiroth singt, sondern über sein Brot. Und dann möchte ich noch, da muss ich aber schauen, wie ich das mache, da das wird noch mega aufwendig werden, zumindest für mich, möchte ich auch ein Video dazu machen. Ich möchte am liebsten auch Szenen halt nehmen, wo Sephiroth auftaucht und so, und wo er statt seinem Schwert halt ein riesiges Baguette oder so in der Hand hat. Aber da ich keine Ahnung habe von so einer Videoverarbeitung, wie man das halt macht, dass es auch noch am besten relativ auch authentisch aussieht, weil ich mag das nicht, wenn das wirklich so eingefügt hat, aussieht so richtig billig. Das ist jetzt nicht so, ja, weiß nicht, ich finde das dann irgendwie kacke, weil ich habe ja auch einen Qualitätsanspruch. Da muss ich halt schauen, wie ich das umsetzen kann, aber das wird auch stimmlich eine Katastrophe werden, kann ich jetzt schon sagen. Windflare hat erstmal Monster Hunter Wrap verstanden. Monster Hunter Wraps. Windflare hat Hunger, schreibt Zaza. Soll ich dir rohes Fleisch jagen gehen? So, Mina fragt, was habe ich verpasst? Zaza sagt alles. Ja, Mina, tut mir leid, ich werde nicht mehr wiederholen. Mir hat jemand mal gesagt in den Kommentaren, ich soll aufhören, mich ständig zu wiederholen. Und, naja, dass du jetzt gerade nicht da warst, ist halt ungünstig, aber ich darf mich nicht mehr wiederholen. Deswegen, sorry. So, Windflare schreibt Zaza, ich will dich jetzt nicht drängen, aber auf meiner Kanalseite unter Social Media wäre mein YouTube-Account verlinkt. Windflare schreibt, oh Gott, Bardox wiederholt sich. Nein! Mein Vorhaben, no! Und Mina meint nur, ah ja. Aber das ist perfekt, dass Mina jetzt das Beispiel gegeben hat. Ne? Mina hat gerade noch vorhin, dann haben wir vor einer halben Stunde oder so zugeguckt. Dann war er ganz kurz weg, hat was anderes geschaut oder musste halt, ne, gerade was Wichtigeres machen. Und schaltet jetzt erst wieder zum Stream ein. Natürlich wiederhole ich mich dann, wenn Mina halt fragt, was ist passiert. Ne, die Leute, die von Anfang an dabei waren, eben nicht weggegangen sind, beschweren sich halt, jetzt dürfen wir uns schon wieder den ganzen Kram anhören. Ja, aber Mina zum Beispiel hat es nicht gehört. Was macht man denn dann? Zwickmühle. Entweder verärgert man die Person, die gerade nicht dabei war und höflich um Aufklärung gebeten hat, oder man verärgert die Person, die eben alles schon mal gehört haben und sich den ganzen Kram nochmal anhören müssen. Entscheidet selbst, in dem Sinne. Mina schreibt, ist auch sorry, dass ich essen musste. Ist nicht deine Schuld, Mina, wie gesagt. Ich habe nur damals, ich habe auch schon fast 2 Jahre her, einen Kommentar bekommen. Oder sogar 3 Jahre her, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall einen Kommentar unter einem YouTube-Video bekommen von dem Monster Hunter Generations, damals auf 3DS. Da hat jemand geschrieben, dass er das doof findet, dass ich mich ständig wiederhole und alles 5 oder 6 Mal sage. Und dass ihn das nervt, dass der Algorithmus von YouTube in dem Sinne das rausfiltern wird und mein Video ganz weit nach unten listen wird, weil ich ja zu viele Wortwiederholungen drin habe. Und ich bitte damit aufhören soll. Das ist jetzt die Kurzfassung davon. Das habe ich einfach nur mal aufgegriffen, kurz. So, Windflare schreibt, dann kann ich Martox direkt vom nächsten Abo berichten, für das ich nichts auf meinem YouTube geleistet habe. Oh Mann. Zaza schreibt, du gehst essen und bringst nichts mit, Minamoto. Frechheit.
So, ich hoffe, Kongol erreicht jetzt langsam mal seinen 5. Dragoon-Level. Boah, zweimal brennende Welle. Aber brauchen wir nicht. Das sind Items, die relativ unnötig für uns sind. Ja, das Doofe hier ist natürlich auch an der Stelle nicht so wie mit den Zusätzen oder dem richtigen Level Up. Wir können hier leider nicht nachschauen, wann Kongol im SP-Level steigt. Da das, da die angesammelten SP der Charaktere quasi unsichtbar angesammelt werden. Also, das ist so ein versteckter Wert. Das heißt, wir können jetzt uns nicht ausrechnen, wie viel Kongol noch fehlt. Es sei denn, man hat eine Tabelle. Also, es gibt bestimmt eine Tabelle. Bestimmt Data Mining und sowas von dem Spiel. Bei dem man sieht, bei wie viel SP Kongol welches Level abbekommt oder ab wann er ein Level Up da bekommt im SP-Level. Erstmal bräuchten wir diese Tabelle. Das ist Nummer 1 als Voraussetzung. Nummer 2. Die Person, die das sich ausrechnen möchte, muss auch alle SP mitbekommen haben, die Kongol hier bekommen hat. Also ihr müsst dann genau wissen, wie viel hat Kongol denn schon angesammelt. Dann kann man sich das ausrechnen. Da ich aber da die Übersicht schon verloren habe, kann ich überhaupt nicht mehr sagen, wie viel hier noch fehlt. So, Mina schreibt zu Sasa, er legt dir selber ein XL-Schnitzel. Und Mina meint, Sasa meint daraufhin, hab glaube ich noch Schnitzelbruch und... Was? Schnitzelbruch und Lecho? Alles klar, was auch immer das sein soll. Kongol, geht doch. Yes, Kongol ist Level 5 geworden, hat jetzt seinen Golddrachen als Zauber gelernt. Wir sind endlich durch, Leute. Endlich ist es geschafft. Da gehen wir doch glatt mal abspeichern. Gucken uns nochmal ganz schnell den Golddrachen an und dann können wir endlich in Ruhe weiter leveln. So. Alle nochmal hochheilen. So. Winfair meint, hoffentlich kommen morgen meine beiden YS8 Kopis an. Ich weiß nicht, wie man YS Weiß oder Üs. Das Spiel. Ich kenne das Spiel halt nicht, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. So, wir überschreiben Spielstand Nummer 1. Zack. Werden jetzt auch Kongol seinen ultimativen Kriegsgürtel abnehmen und ihm den Gigantoring geben. Und dann haben alle ihre Items, ne? Ja. Okay, perfekt. So, dann schauen wir uns einmal ganz kurz Kongol seinen Golddrachen an und dann können wir normal weiter leveln. Dann geht's hier mit einem normalen Level-Aspekt weiter. So, Sasa meint, einer hat nicht gereicht. Und Winfler meinte, Ease. Wird's gesprochen, okay. Daraufhin meint Mina, ich möchte Yoshi haben. Und Winfler meint, Sasa, ich habe einmal bestellt, bekam aber 2 Versandmails. Oh Mann. Oh, wie viel Leben Kongol jetzt hat, ne? So.
Kongul, dann zeig mal, was du kannst. Bam. So, schauen wir uns mal an, was sein Drache denn so kann. Golddrache trifft alle Gegner, perfekt. Dann nehmen wir uns jetzt zurück und genießen die Show. Das ist kein Drache, das ist ein Panzer. Oh nein, er versinkt. No! Kongol, was hast du mit deinem Drachen gemacht? Er ist einfach zu fett für die Map. Alter, was zur Hölle? Erstmal 1400 Schaden. Ja, Drache landet auf Treibsand, genau. Das war nicht so intelligent. So, Sasa schreibt, zwei Versandmails, dann hoffe ich für dich, dass die vier Spiele bald da sind. So, wie ersetzen die Leute ein bisschen hier? So, und jetzt können wir richtig trainieren, also quasi das Training, so wie ich es mir auch halt gedacht habe. So. Psychedelische Bombe. Obwohl der jetzt hier länger dauert, ne, durch die psychedelische Bombe. So, Winchwer fragt, ist das hier das Hauptteam? Nee. Das hier ist noch nicht das Hauptteam. Nur alle drei Charaktere haben einen relativ hohen magischen Wert und diese Fähigkeit, hier dieses Item, psychedelische Bombe, was halt alle Gegner trifft, skaliert mit den Magiewerten des Auszuführenden. Und da ich nie bestimmen kann, wer den Kampf hier anfängt, habe ich halt lieber drei Leute dann drin, die schon einen starken Magiewert haben. Sodass es jetzt egal ist, mit wem ich psychedelische Bombe hier werfe. Alle drei haben einen guten magischen Wert. Geht halt hauptsächlich um diesen Dino, um diesen Triceratops. Und wie man ja gesehen hat, Albert zum Beispiel macht bei einer psychedelischen Bombe mit vollem Boost, also mit 200% Boost, nur 2500 Schaden, während hier Miro, wie man gerade sieht, 4000 macht. Und die 2500 reichen bei diesem Triceratops nicht aus. Deswegen nehme ich jetzt die anderen beiden mit. Das Hauptteam wäre zum Schluss irgendwie Dart und Meru auf jeden Fall. Weil Meru halt einen ziemlich hohen magischen Wert hat. Und wenn man mit ihr halt diese psychedelische Bombe schmeißt, ne, ist halt schon richtig krass, ergibt schon richtig viel Damage. Und beim dritten Mitglied bin ich mir noch nicht sicher. Entweder nehme ich da Haschel rein, wegen physischen Angriff halt. Oder doch Kongol oder sowas, aber Kongol ist halt mega langsam. Also ich weiß noch nicht, wer das letzte Mitglied sein wird. Kann auch sein, dass es wirklich jetzt Rose dann auch ist. Also dass das Team, was wir sehen, wirklich nachher das Endteam sein wird. Bin mir aber noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, also wer das letzte Mitglied sein wird, kann auch Miranda sein. Dass die vielleicht zum Schluss reinkommt. Weil Miranda halt heilen kann. Und Sasa meint, nein, Elliot muss noch ersetzt werden.
Hier, bei dem Gegner. Um den geht das halt. Jetzt ist es völlig Banane, wer von den dreien anfängt. Weil alle müssten mehr als 3000 machen. Und dann ist das Vieh auch tot. Und am optimalsten wäre, wenn der jetzt nur noch kommen würde, der Triceratops. Den können wir relativ schnell leveln. Und er stirbt doch nicht. RIP. Mussten wir ihn eben so aus dem Leben ballern. So geht's auch. Hat denn jemand höheren Magiewert als Rose? Können wir nochmal kurz nachschauen. Dart hat 174. Sie hat 159, 148, 128, 247, 106. Okay, dann können wir Miranda sonst mitnehmen. Sie hat 258. Tschüss, Rose. Mach gut. War nett mit dir. So, Sasa fragt, hat der 3200? Oh Gott, ich glaube ja. Es gibt aber eine Tabelle. Ich guck mal kurz nach für dich, Sasa. Ich habe ja meine ganzen kompletten Lösungen von Legend of Dragoon hier drauf. Alles auf dem Rechner. Guck mal kurz mal nach. Wo sind sie denn hier? Da. Legend of Dragoon Enemy HP List. Kannst weit unten sein. Triceratops, wo steht er denn? Da steht er. Er hat 3000, also zwischen, also die scheinen einen Zwischenwert zu haben. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt auszurechnen ist. 3127 bis 3250. Also irgendwas da dazwischen. Zwischen 1127 und 1250. 3000 meine ich natürlich. Und jetzt 4000. Vams. Oh, sogar 5000. Ja, die Meru halt, ne? Ja, Dart ist 52. Blöd wird's nur nachher, wenn ich das Team immer austauschen muss, ne? Ich kann ja, wenn die drei Level 60 sind, jetzt nicht immer die ganze Zeit benutzen. Ich müsste ja dann durchwechseln. So, Windflare meint, ich bin mal 15 Minuten weg, ich mache mich Bett fertig und sowas. Ja, viel Spaß. Wir haben hier gerade echt Glück. Denn unser Gegner ist immer der Triceratops, was nicht schlecht ist. Der gibt am meisten Erfahrungspunkte, damit können wir echt schnell leveln. So. Und da meinte Windflare auch noch, er kann dann gleichzeitig sagen, ob es auf dem Tablet läuft. Ah, cool. Dann berichte mal bitte. So, jetzt rieseln die EP hier. Jetzt kommen wir schnell voran. Wie gesagt, der Triceratops wäre eigentlich jetzt immer unser Hauptgewinn hier. Wenn der jetzt jedes Mal kommt, dann wäre das ja nice. Das wäre echt gut. Gerade scheinen wir echt Glück zu haben, aber ich glaube, das wird uns gleich wieder verlassen. Los, Triceratops.
Nimm die psychedelische Bombe. Ich glaube aber nicht, dass Martok sich extra für dich wiederholt. Richtig. Das ist korrekt. Darf ich ja nicht mehr. Wurde mir verboten. Boah. Das ist aber kein Triceratops, sondern komische Drachen. Was soll ich jetzt da tun oder auch noch sonst so machen? Mal sehen, wie viel Damage sie macht. Psychedelische Bombe! Ballert rein! Triggerfinger! Mal sehen, ob ich über 200 hinausgeschossen komme. Oh, 210. Ja, 4000 ist okay. Kann man machen. Dum, 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 bam, 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 bam. Müssen wir es ja aufpassen, weil manchmal greifen ja die Gegner an, so wie jetzt. Und Nero hält nicht so viel aus. Nero kriegt relativ viel Damage rein, was das betrifft. Vielleicht... Nee, kann ich nicht machen. Ich würde sagen, vielleicht sollten wir mit ihr tauschen. Da gibt es nämlich so ein Item, mit dem wir den Damage reduzieren können, den sie abbekommt. Das hat momentan Miranda. Aber wenn wir das Item Nero geben, macht sie keinen magischen Schaden mehr, weil sie hat ja so einen Ring drin, der die magischen Schaden erhöht, und der wird dann komplett weg. Deswegen lassen wir das einfach. Wir machen so weiter wie bisher. Triceratops. Das sieht nicht aus wie der Triceratops. Was passiert eigentlich, wenn ich nichts drücke oder nur so ganz leicht? Das dann auch reicht. Einfach nur ganz Zeit A smashe, beziehungsweise X. Aber bei dem reicht das auf jeden Fall. Sasa fragt, warum gibt es eigentlich kaum Magier mit guter Verteidigung? Immer diese Vorurteile. Ich glaube, weil Magie relativ geil reinburnt. Aber ansonsten, ja, hast du schon recht. Warum gibt es keine Blechbüchsen-Magier? Was passiert eigentlich, wenn man mit ihr die psychedelische Bombe wirft, nichts drückt? Der Schaden schon reicht? Das ist so dämlich, ne? Da spart man sich auf jeden Fall Zeit. Ja, der Triceratops ist wieder da. Du 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 du
So, Miranda, dann zeig mal, wie viel Damage du an dem machst. Aber da dein Magiewert relativ hoch ist, dürfte das eigentlich auch übelst krass skalieren. Machen wir auch wieder richtig rein hier. So 200 irgendwas Prozent und... Boah, nice. 5300. Das war ja mal richtig stark, Miranda. So, 23.000. Nee, gar nicht, 234.000. Bald überspringt Martox auch noch die Kämpfe selbst. Wenn das EP geben würde. Am liebsten hätte ich ja gerne, dass ich einfach nur die psychedelische Bombe werfe. Ich gar nicht mehr X drücken muss. Sondern einfach nur der Wurf der Bombe, das halt hier automatisch schon beendet, so gesehen. Dann haben wir diese ganze lange Animation hier nicht. Aber gut, lässt sich ja nicht verhindern. Ja, Kongo ist Level 47. Ja, und sonst so bei euch? Wie war eure Woche bisher so? Morgen ist ja schon wieder der letzte Tag in der Woche. Freut ihr euch schon darauf? Morgen beginnt auch die Open Beta von Anno. Das heißt, an alle Anno-Fans, die das gerne spielen möchten, Anno 1800 ist dann morgen in der Open Beta, also als Open Beta, verfügbar. So, wieder 2000 Erfahrungspunkte. Und Rose ist Level 45. So, und Sasa schreibt, Martox gewinnt mit der Macht des Regenbogens. Also doch Sailor Moon. Na, erwischt. Verdammt. Ich dachte, ich kann das noch geheim halten, aber Sasa ist mir auf die Schliche gekommen. So, hier werfen wir einfach das Ding und machen gar nichts. Denn Neru ist einfach stark genug, um da einfach nur zuzugucken. Dö, dö, dö. Und Mina schreibt, Döner, Flieg und Sieg. Genau das. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal etwas fröhlicher gestimmt, denn wir haben es geschafft, in dieser Session zumindest, alle auf das Dragoon Level 5 zu bringen. Also alle sind jetzt, was das betrifft, maximiert, haben auch ihre Zusätze beim letzten Mal schon maximiert. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, alle auf Level 60 zu bringen. Das wird einfach nur ein bisschen nervig werden. So, Neru ist Level 47 geworden. So, Sasa schreibt, Mina, hör auf mit dem Essen zu spielen. Beziehungsweise das Essen zu werfen, das ist Lebensmittelverschwendung.
Schon wieder Triceratops. Der kann, wie gesagt, eigentlich immer kommen. Das wäre ganz cool. Dann können wir wenigstens ordentlich Erfahrungspunkte einheimsen. Dann wird das alles hier viel, viel schneller gehen. Termina schreibt, aber ich bin Sailor Döner. Oh Mann. Dieser Mina. Ja, nix aber, sonst gibt es keinen Döner mehr für dich. Aber das ist alles, was Mina will. Wie sieht's sonst so bei euch aus im Chat? Freut ihr euch schon auf Avengers Endgame? Mina kriegt ein Pepsi-Mann-Outfit. Und Yoshi, okay. Warum sollte Mina das bekommen? Okay, Mina freut sich nicht auf Avengers Endgame. Dann nicht. Genau, nicht mehr Ruhe. So unfair, dass sie jetzt alle auf sie gehen. Wie viel Leben hat sie jetzt noch? Boah, ist schon wieder im gelben Bereich, das ist nicht gut. Dann müssen wir gleich wieder zurückgehen. Und Sasa fragt, was sind Avengers? Du bist ein Avenger, Sasa. Brennwelle. Na gut, ich gehe noch mal kurz zurück wegen der Heilung. Miru ist mir ein bisschen zu angeschlagen gerade. Das mag mir nicht so gut gefallen. Hallo Typ, ich möchte gern eine Nacht bleiben. Wie viele Nächte wir wohl jetzt hier insgesamt schon geblieben sind? Wie oft die Welt jetzt schon untergegangen sein muss? Naja. I don't care. Also, wie überschreiben wir den ersten Spielstand hier? Zu uns Sasa fragt, will ich das sein? Ja, du musst die Welt retten. Wenn du das nicht willst, Sasa, dann darfst du nie wieder Monster Hunter spielen. Weil das ist so der Grund, du kannst nur Monster Hunter spielen, wenn du ein Avenger bist. Wenn du keiner bist, darfst du das Spiel auch nicht mehr spielen. Nie wieder. Thank you.
So, jetzt dürfte auch wieder der Triceratops kommen, meinetwegen. Triceratops. Aber Sasa schrieb gerade, da muss ich halt wieder Zelda spielen. Aber Sasa, das A in Avengers steht für Nintendo. Wenn du kein Avenger bist, dann darfst du gar keine Nintendo Games mehr zocken und auch keine Nintendo Konsolen besitzen. Gar nichts mehr von Nintendo. Weil Nintendo hat die Avengers aufgekauft. Du. Nächster Zufallskampf. Drei kleine Drachen. Psychedelische Bombe. The Psychedelic Bomb. Das gleiche Video auf Englisch heißt. Er hat auf Deutsch schon so einen komischen Namen. Wer sagt denn psychedelisch? Boah, Alter, der Move, der war voll psychedelisch, den du hier gemacht hast. Du. Oh, da ist er wieder. Triceratops, Mann, du gibst gleich 2000 EP. Psychbombe. Psychische kann das eigentlich auch heißen, ne? Ich glaube, wir haben den vollen Namen schon mal gesehen. Als man sie bekommen hat. So, Sasa schrieb, kann kein Avenger sein, dann... Er kann kein Avenger sein, dann bin ja schon Pokémon. Hä? Das verstehe ich nicht. Welches Pokémon bist du denn? Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Du trägst ein Geheimnis tief in dir. Was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich auch tue, gibst du mir die Kraft dazu. Was für ein Pokémon bist du? Was für ein Döner bist du? Genau. Das schreckliche Gengar gegen Pummelluft. Ein gnadenloser Kampf liegt in der Luft. Ein Blitz ist ein elektrischer Schlag. Doch dagegen schirmt dich ein Knogger ab. Nina schreibt, was für ein Döner bist du? Du kannst so viel mit Salat tun. Sasa schreibt, Sasandora. Ich merke schon, keiner hat aufgepasst. Ich kenne das Pokémon nicht. Ich kenne kein Pokémon, was Sasandora heißt. Es tut mir leid. Nein, nicht Luftkampf. Es ist das berühmt-berüchtigte Monster. Luftkampf! Wir müssen mit Psychbombe Luftkampf platt machen. Los, Psychbombe! Ja, komm, wir drücken hier ein bisschen. So, das dürfte auch nicht. So, Nina meint, das hört sich eher nach einer Krankheit an. Sag ich ja.
Wir haben Luftkampf in der Luft besiegt. Ich kann dann nachher mal nachschauen, nachgoogeln, was Hasandora für ein Pokémon sein soll. Wenn mir sagt der Name wirklich nichts, es tut mir leid. Psychbombe, los! Also Windflare schreibt wieder da. WB Windflare. Alle sind jetzt schon Level 60. Hast du jetzt verpasst. Naja, fast, ne? Oh. Windflare weint und sagt schwarzer Bildschirm. Schade. Vielleicht muss ich auch auf 30 FPS runterpegeln. Vielleicht sind 60 FPS immer noch zu viel. Naja, mal schauen. Los, zerstör einfach alles. Psychedelische Bombe. Gleichzeitig hier der Sound voll überlappt. Ja, muss ich mir etwas anderes einfallen lassen bezüglich des schwarzen Bildschirmes. Auf Twitch. Genau, steht auf Gameboy-Grafik um, ja, 480p, los geht's. Ich kann leider nicht mit einem Stream umstellen, sonst hätte ich das jetzt einfach mal gemacht. Aus Testzwecken. Aber es geht leider nicht. Yeah, alle auf einmal. Weg da mit